It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. Hat überhaupt keinen Sinn ergeben, was ich gerade gemacht habe, ich weiß. Deswegen habe ich es gemacht. Was wollte ich sagen? Ich wollte auf jeden Fall noch mein Trikot anziehen, bevor die WM vorbei ist. Und das wird jetzt das vorletzte Video. Ich hatte keine Lust nochmal zwischen den Halbfinals ein Video zu machen, deswegen ist das jetzt das vorletzte Video vor dem Spiel um Platz 3 und vor dem Finale. Ich glaube nicht, dass ich zwischen Spiel um Platz 3 und Finale nochmal ein Video machen werde. Es gibt dann nochmal eins, nachdem die WM vorbei ist, würde ich sagen. Und jetzt kümmern wir uns um die restlichen, was heißt die restlichen, um die zwei Halbfinale, die stattgefunden haben. Ja, Football ist nicht coming home, weil England verloren hat, aber kommen wir erstmal Frankreich, Belgien. Es war wieder so wie im Viertelfinale, wie beim vorletzten Video oder so, dass eine Mannschaft weitergekommen ist, von der es wollte und eine nicht. Das heißt Frankreich-Belgien, wäre mir natürlich lieber gewesen, wenn Belgien... Oh, Moment, hab ich meinen Timer eingestellt, ich hatte nämlich gerade Reis auf dem... Hier habe ich... Was, nur noch 12 Minuten, dann muss ich schon los? Okay, da haben wir nicht so viel Zeit. Ich glaube, ich kann es ein bisschen überziehen. Egal, auf jeden Fall... Genau, ich wäre natürlich lieber für, also ich war für Belgien, ich wollte, dass Belgien weiterkommt, aber Frankreich hat sich zwar überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert in dem Spiel, man muss aber sagen, dass sie unterm Schnitt trotzdem die bessere Mannschaft waren und verdient weitergekommen sind. De Bruyne war ein bisschen schwach bei Belgien, Hazard ging gut ab, aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ich glaube, das war wieder das Kopfproblem, die hatten einfach zu viel Respekt vor dem Halbfinale. Weil wenn sie spielerisch die Leistung gebracht hätten, wie sie in den vorhergehenden Spielen gebracht hatten, dann wäre das, glaube ich, machbar gewesen. Wie gesagt, Frankreich spielt eher so, weiß ich nicht, man könnte halt jetzt sagen, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber sind halt hier im Fußball, nicht im Reitsport. Deswegen, ich sag mal, also wenn jetzt jeder, also... Wenn wir jetzt mal das Finale ausklammern und sagen, wir gucken uns nur die Spiele an von bis zum Halbfinale halt und Frankreich würde jetzt Weltmeister werden, dann hätte ich nicht das Gefühl, dass sie die beste Mannschaft im Turnier waren, sondern ich würde da Belgien noch sehen als beste Mannschaft im Turnier momentan und wie gesagt, insgesamt betrachtet, nicht auf einzelne Spiele gebrochen. Und es fällt mir schwer, aber dann würde ich fast schon Brasilien sagen, oder? Es ist ein bisschen merkwürdig, weil die sind halt schon im Viertelfinale rausgeflogen, aber die sind halt auch knapp rausgeflogen und hätten auch locker, nicht locker, aber hätten auch gewinnen können, deswegen, ich weiß nicht so richtig, also und wurden halt von Belgien besiegt. Ich würde sagen, von den Stärken her, Belgien, dann Brasilien und dann kommt eine Masse von Mannschaften, Frankreich, Deutschland, Frankreich, Kroatien und so weiter und so fort, aber ich denke schon, dass Belgien insgesamt die stärkere Mannschaft war, aber es ist halt, das ist halt das Problem, das heißt das Problem, das ist halt einfach das Ding bei Turnieren, sobald man in der K.O.-Runde ist, kommt es halt immer mal vor, dass eine Mannschaft, was heißt, es ist fast immer so, dass eine Mannschaft rausfliegt, die bis dato eigentlich die beste vielleicht im Turnier war oder zumindest besser als die, gegen die sie rausgeflogen ist und umgedreht gibt es halt immer Mannschaften, die kommen weiter gegen eine Mannschaft, die eigentlich bisher besser war und deswegen, ja, es ist normal, das gibt's bei jeder EM, bei jeder WM und ich bin ehrlich gesagt auch noch nicht mal sicher, ob wir 2016 die beste Mannschaft im Turnier waren. Ich glaube, es war knapp, ich glaube, Argentinien war auch nicht schlecht. Ich glaube, unterm Strich ist es jetzt schwer zu sagen, es ist zu lange her und natürlich, ich bin für Deutschland, das kann ich sowieso nicht rational beantworten, objektiv, deswegen ist es egal, aber wie gesagt, es ist halt einfach so. Deswegen, Frankreich verdient weitergekommen, mein Favorit waren sie nicht, ich hoffe, dass jetzt natürlich Kroatien gewinnt im Finale und ja, Kroatien gegen England, schon wieder nicht ins Elfmeterschießen, aber schon wieder in die Verlängerung, diesmal schafft es aber Kroatien vor dem Elfmeterschießen, das Ganze noch für sich zu entscheiden. Auch hier würde ich sagen, ging es sogar unterm Strich knapp in Ordnung. Beide Mannschaften haben ja Teile des Spiels dominiert, haben Chancen gehabt, vielleicht das Ding vorher klar zu machen. England ging ja auch in Führung in der 5. Minute schon durch Trippier und ja, sie hätten Chancen gehabt, vielleicht auch noch eins nachzulegen und 2-0 in Führung zu gehen, dann wäre das Ganze ja anders abgelaufen.
Aber im Großen und Ganzen, ich sag mal so, es wäre wahrscheinlich, naja, wobei, Kroatien hatte schon gerade auch in der Nachspielzeit, dann gab es noch von, ich glaube, Perisic diesen Alu-Treffer. Also im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist schon, dieser knappe Sieg ist schon verdient für Kroatien gewesen. Und es wäre nicht ganz verdient gewesen, hier ins Elfmeterschießen zu gehen, weil, wie gesagt, wenn ich die ganzen 120 Minuten betrachte, dann würde ich schon sagen, es ist ein knapper, aber ein verdienter Sieg für Kroatien gewesen. Und ganz ehrlich, das Finale ist komplett offen. Das Ding ist halt, was man sich bei Frankreich schon die ganze Zeit denkt, die haben halt das Potenzial, um, gleich muss ich speeden, nee doch nicht, noch 8 Minuten, krass, wie schnell bin ich denn heute? Die haben halt das Potenzial, die Franzosen, man denkt jedes Mal, okay, die können jetzt total explodieren im nächsten Spiel und die machen ihren Gegner komplett rund, ne? Das Gefühl hat man immer, aber sie haben es bisher noch kein einziges Mal wirklich gezeigt, deswegen. Ich traue eigentlich auch Kroatien dir den Sieg zu. Ich habe mich eigentlich gefreut für Kroatien, dass sie ins Finale gekommen sind, aber dann in einem anderen Forum wurde mir Kroatien ein bisschen madig gemacht, weil sie mir gesagt haben, hier Kroatien hat Haufen Faschisten in seinen Reihen. Also jetzt nicht im Fußball, vor allem halt in der Fangemeinschaft gibt es sehr viele Faschisten und das ist natürlich nicht so geil. Das heißt, es ist nicht ungewöhnlich, dass dann, wenn die Kroaten ihr Spiel gewonnen haben, dass dann in diversen Städten, nicht nur in Kroatien, sondern halt auch in anderen europäischen Städten, wo die Kroaten gefeiert haben, wäre es halt nicht ungewöhnlich gewesen, dass dann da faschistische Grüße gebracht wurden, zum Beispiel der Hitlergruß, aber ich glaube, die haben auch einen eigenen Gruß, weil die eine faschistische Vergangenheit haben. Und das ist halt ein bisschen uncool, muss ich sagen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich das nicht wusste vorher und ich mich auch nicht mit dem Thema beschäftigt habe, dass die da so eine krass faschistische Vergangenheit haben und das halt tief in den Fußball reingeht. Und Mandzukic, Kroate und Shaqiri ist der Schweizer, aber wie gesagt, die haben ja Verbindungen. Die haben wohl auch bei Bayern München mal zusammen einen faschistischen oder einen halbfaschistischen Gruß gemacht. Bei einem Spiel und da gibt es auch ein Bild von, deswegen ist halt irgendwie nicht so geil, ne? Ist halt irgendwie nicht so geil und das hat mir auf jeden Fall mein Kroatien ein bisschen madig gemacht, dieses Ding. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht wirklich intensiv damit beschäftigt und ich habe jetzt ja auch selbst nicht mitbekommen, dass die Kroaten, also vor allem halt die Fußballspieler, dass die kroatischen Fußballspieler sich da irgendwelche Ausfälle haben zu Schulden kommen lassen oder sowas. Selbst die Situation damals mit Mandzukic und mit Shaqiri habe ich selber nicht mitbekommen. Nur halt jetzt das Bild gesehen und einen kleinen Artikel dazu gelesen. Aber ich bin halt jemand, ich will jetzt nicht nur vom Hören sagen und weil, ne? Deswegen, das mit der faschistischen Fangemeinschaft, okay, das ist halt einfach so, da gibt es halt einige Faschisten, das ist halt leider dann so, ist scheiße. Aber solange ich jetzt halt nicht erstmal, also solange ich nicht wirklich da tief drin stecke und sagen muss, okay, ich muss mich da voll distanzieren und deswegen kann ich den Kroaten das nicht gönnen, oder ich halt nicht eindeutig sehe, okay, die Spieler oder in der Mannschaft gibt es auch Spieler, die genauso scheiße drauf sind, bin ich erstmal weiterhin für Kroatien. Wie gesagt, Vorverurteilungen bin ich kein Freund von. Und deswegen bin ich erstmal weiter für Kroatien. Aber ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen ein paar Hintergedanken habe. Also, dass es mir ein bisschen schwieriger fällt, für Kroatien zu sein als vorher. Aber ich bin erstmal für Kroatien. Es ist die erste Weltmeisterschaft, die sie gewinnen würden. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so schnell wieder der Fall sein wird, dass sie das wieder schaffen. Und Frankreich, weiß ich nicht. Ich will nicht so richtig. Ich bin nicht so richtig für Frankreich. Die hätten dann ihren zweiten Titel, okay, wäre nicht so schlimm wie am 4. Aber keine Ahnung. Also mir ist es natürlich, also wenn ich jetzt wirklich nur aus total deutschland-egoistischer, fußballgeschichtlicher Sicht betrachte, dann bin ich natürlich immer erstmal für die Mannschaft, die am wenigsten Titel hat. Das wäre ja Kroatien logischerweise. Weil man will natürlich irgendwann die meisten Weltmeistertitel haben. Das heißt, Brasilien darf nicht gewinnen, wir müssen gewinnen, um Brasilien zu überholen. Und es wäre ganz gut, wenn es nicht andere Mannschaften gibt, die aufschließen. Es ist schon nervig genug, dass Italien vor uns 4 Titel hatte und dass die halt jetzt genauso viel haben wie wir. Das ist schon unangenehm.
Also rein aus dieser statistischen Sicht bin ich natürlich schon vor Kroatien, aber das ist nicht der Hauptgrund, ist mir auch nicht ganz so wichtig. Ja, der Grund ist einfach, es gibt viele Spieler in der kroatischen Mannschaft, die mir einfach sympathisch sind. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe. Die haben gerade am Anfang einen schönen Fußball gespielt und bei der französischen Mannschaft weiß ich nicht. Da gibt es auch ein, zwei Spieler, die mir sympathisch sind, aber ich glaube, bei der kroatischen gibt es eigentlich mehr. Also kann man hier irgendwo die Aufstellung angucken. Genau, wir gucken mal nur die Aufstellung an von Kroatien. Wer ist mir sympathisch? Mandzukic ist mir sympathisch. Sympathisch, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic und das war's. Vielleicht noch so Subasic der Torhüter. So, das war's. Aber das sind schon mal viele, 5 bis 6 Spieler. Und bei Frankreich, da ist mir sympathisch. Loris. Nee, Loris ist eigentlich neutral. Neutral, neutral. Nee, das ist nichts. Wer ist mir sympathisch? Loris ist neutral, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté. Oh, bekomme ich gerade Stück auf oder was? Ja, sieht so aus und ich habe nichts zu trinken stehen, verdammt. Also eigentlich ist mir bloß Griezmann sympathisch. Und das war's fast schon. Also dann noch die Spieler, die am ehesten auf das Level sympathisch kommen, sind danach Matuidi und Giroud, aber die sind halt kurz davor, und Loris, die sind halt kurz davor, also die sind noch nicht im Rang sympathisch, die sind kurz vor dem Rang sympathisch. Das heißt, es gibt nur einen klar mir persönlich sympathischen Spieler, Griezmann. Unsympathisch ist mir zwar jetzt auch niemand, also nö, ich glaube, es ist mir niemand direkt unsympathisch aus der französischen Mannschaft, aber wer am nächsten dran ist, am Level unsympathisch ist Pogba. Der ist am nächsten dran. Aber ja, die meisten bin ich, also ich bin eigentlich total neutral gegenüber die französischen Spieler eingestellt. Ein mag ich halt, Griezmann, aber ansonsten Kroatien soll gewinnen. Und ich denke, es ist ein sehr, sehr schwer zu vorherzusagendes Spiel. Wie gesagt, es kann wirklich, können beide Mannschaften gewinnen. Ich glaube, dass Kroatien vielleicht die etwas kampfbetontere Mannschaft ist. Natürlich haben die jetzt 1 Million Verlängerung in den Knochen sitzen. Deswegen, ich denke, dass Frankreich gewinnt, weil Kroatien zu viele Verlängerungen spielen musste. Ich hoffe, dass Kroatien gewinnt. Potenzial haben sie gerade halt für die kämpferische, für das kämpferische, was in ihnen steckt. Und ja, mal schauen. Ja, Spiel um Platz 3, Belgien, England. Das kann natürlich auch wieder. Es kann beide gewinnen. Es geht ja im Endeffekt um nichts mehr. Die werden beide keinen richtigen Bock haben, dieses Spiel um Platz 3 zu spielen. Ich glaube, ich würde mich. Ach, es ist eigentlich scheißegal. Niemand kann sich was von Platz 3 kaufen. Ganz ehrlich, ich weiß auch jetzt schon gar nicht mehr, wer 2016 Platz 3 geworden ist. Keine Ahnung. Sobald wir es nicht sind, weiß ich das nicht, weil wir sind Erster gewesen. Deswegen, 2016, habe ich vorhin schon 2016 gesagt, ich glaube, 2014 natürlich. Ich habe keine Ahnung, wer der Dritter geworden ist, 2014, da waren wir Weltmeister und das ist interessiert auch keinen. Also deswegen, ich weiß auch nicht, es ist halt so ein ganz undankbarer Titel, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das irgendjemanden von beiden mehr gönne. Weil es ist ja fast schon. Es haben beide verdient, ganz ehrlich, es haben beide verdient. Ich glaube, ich werde für England sein. It's coming out. Ist, ach, gerade wo ich singen wollte. Okay, ich muss nach meinem Reis gucken, deswegen beenden wir das Ganze. Ich denke, ich bin mehr für England, aber so richtig entscheiden kann ich mich nicht. In diesem Sinne, macht's gut. 3 Stars on the Shirt. Wir haben ja keine Lions, wir haben ja Stars, aber jetzt haben wir ja eigentlich 4, ne? Aber ihr wisst ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut.